Wahrscheinlich ist ein No-Deal-Brexit am Freitag, Ihrer Meinung nach. Also wir reden ja jetzt mit Herrn Barnier und es kann ja noch irgendetwas Konkreteres heute geschehen, auch in London, weiß man aber nicht. Freitag, da machen Sie Sprünge in die Zukunft und ich glaube nicht, dass wir, wir werden alles tun, glaube ich, auf zwei Seiten, dass kein No Deal geschehen wird. Wie das zu machen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass zurzeit das Argument, was von Großbritannien benutzt wird, dass die beiden Parteien, Labour und die Tories, miteinander reden, dass sie noch etwas Zeit bräuchten, müsste ein wenig, glaube ich, aber trotzdem, sagen wir mal, konkreter auch definiert werden. Schauen wir. Wie lange sollte eine Verlängerung sein? Also die Verlängerung ist jetzt gefragt bis zum 30. Juni. Ich habe gesagt, ich glaube, es genügt nicht, dass man nur sagt, die zwei Parteien reden miteinander, man muss etwas konkreter werden. Würde ich hoffen. Auf Englisch bitte. Ja, bedingt. Ich muss gehen. When is Brexit going to happen? What day? Let's wait. Let's wait. Is it going to be Friday? No, I don't hope so. The 22nd of May? No. No, I don't hope so. Listen, Brexit with no deal and let's say a civilized Brexit, there is a difference there. And we do everything we can do to avoid no deal Brexit. So no deal on Friday? Certainly not. Thank you.